Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei 1bis3.de. Heute möchte ich dir etwas über die tollen Eigenschaften der Wolle bei einer Wollüberhose für Stoffwindeln erzählen. Wolle hat ja ganz viele tolle Eigenschaften. Und in diesem Video erzähle ich dir jetzt, warum die Wolle so temperaturausgleichend wirkt, warum sie so viel Wasser aufnehmen kann und warum sie diesen sogenannten selbstreinigenden Effekt überhaupt hat. Wie du an diesem Schaubild hier sehen kannst, ist eine Wolle, eine Wollfaser, ein ziemlich komplexes System. Und das ist jetzt nur eine ganz grobe Darstellung der Wollfaser an sich. Die Wolle ist eine Naturfaser, die aus über 170 Proteinen, also Eiweißverbindungen, besteht. Das ist ganz schön viel und wirklich sehr, sehr komplex. Ich habe dir da im Gegenzug dazu auch mal hier so eine schematische Darstellung von der Baumwolle gemacht. Und du siehst, die Baumwolle ist ganz einfach aufgebaut. Es gibt hier innen drin einen Hohlraum, das ist das Innerste. Da lagert sich das Wasser an und es gibt mehrere Schichten, die bestehen alle nur aus Zellulose. Die allerletzte Schicht außen hat noch einen dünnen Überzug aus Wachsen, aber ansonsten ist das alles zu über 90% eben aus Zellulose. Hier ist eben nochmal jetzt meine Zeichnung für die Wolle und es gibt ja ganz viele Eigenschaften, die die Wolle hat. Und ich könnte dir da jetzt wirklich ungefähr eine halbe Stunde was darüber erzählen, aber das ist viel zu viel. Ich gucke mal, dass wir unter 10 Minuten bleiben. Also. Was jetzt für dich besonders interessant ist, das ist der Punkt der Wasseraufnahme. Wir empfehlen ja immer wieder, dass Wolle als Wollüberhose besonders für die Nacht gut geeignet ist, wo die Stoffwindel an sich schon sehr, sehr nass wird. Und dass sich dann eben die Wolle ganz toll eignet, damit die Oberbekleidung aber trocken bleibt. Wie kommt das jetzt? Das liegt an der chemischen Struktur von der Wollfaser. Sie hat unter anderem eben hier diesen Bereich, das sind ganz viele Aminosäuren, die sich da gebildet haben, die da zusammenliegen und da gibt es Schwefelverbindungen und diese Schwefelverbindungen, die ziehen die Wassertropfen nur so rein. Und zwar die lagern sich nicht außen an der Faser ab, sondern die werden in das Innere der Faser reingezogen. Und diese Wasseraufnahme, die kann bis zu 30% des Gewichtes der Wolle betragen. Die Wolle bleibt dann außen aber schön trocken. Das ist der Unterschied zur Baumwollfaser. Die Baumwollfaser bleibt außen nass, aber die Wolle, die zieht das wirklich richtig rein und außen bleibt es trocken. Das ist jetzt also schon mal ein ganz wichtiger Punkt hier für eine Wollüberhose. Der nächste Punkt, der befindet sich dann hier, und zwar die Isolation, die Temperaturausgleichung. Das ist der Faserstamm. Und sind alles ganz, ganz kleine weitere Bestandteile. Aber hier in diesem Stamm, der dann nur noch von der äußeren Hautschuppenschicht umgeben ist, in diesem Stamm befinden sich ganz viele Hohlräume. Und in diesen Hohlräumen erwärmt sich die Luft. Also, dein Kind zieht jetzt meinetwegen auch ein Wolle-Seide-Body oder ein Wollbody an. Es ist etwas kühler. Und dann erwärmt sich die Luft in den Hohlräumen und dein Kind bleibt gleichmäßig warm. Genau das gleiche passiert dann aber auch bei der Wollüberhose, dass eben dann eine bestimmte Temperatur erreicht wird und die Temperatur, die wird dann gehalten. Also es wird nicht innen drin einfach immer wärmer und wärmer, wie das zum Beispiel bei Wegwerfwindeln auch passieren kann. Die sind ja lange nicht so atmungsaktiv. Das kann aber jetzt hier in der Wollüberhose passieren. Das bleibt also gleichmäßig schön temperiert. Und es empfehlen ja auch viele Hebammen zum Beispiel, diese Wollüberhosen mit dem breiten Bund, dass eben auch Rücken und Bauch und die Nieren schön gleichmäßig gewärmt werden. Ein weiterer Punkt, der jetzt aber auch noch für dich wichtig ist zu wissen, das ist eben, dass die Wollfaser außen wasserfest ist. Und wie kommt das jetzt zustande? Die Fasern sind außen von Schuppen bedeckt. Das ist hier gelb eingezeichnet und diese Schuppen, die liegen so dachziegelartig übereinander. Ich habe dir das mal hier so ein bisschen gebastelt mit den Post-its. Also, die liegen übereinander, die Schuppen. Und diese Schuppen, die bestehen auch wiederum aus mehreren Schichten. Und daraus, diese Schichten wiederum, die bestehen aus unterschiedlichen Fetten
und auch wieder aus Eiweißverbindungen. Und wie du ja weißt, Wasser perlt an Fett einfach ab. Also wenn ich das jetzt hier so drauf sprühe, dann perlt das Wasser ab. Es fängt an, irgendwann so ein feiner Wasserdunst, dass der hier reingeht, also da, wo die Schuppen geöffnet sind, und dann eben von den innenliegenden Schwefelverbindungen richtig, richtig reingezogen wird. Das passiert relativ langsam. Außen bleibt die Faser dann noch trocken, innen ist sie dann aber schon feucht. Und deswegen ist die Wollüberhose dann eben auch dicht, ohne dass du irgendeine Kunstfaser hast oder eine Beschichtung dann hast. So, das ist also der eine Punkt, den dieses Fett hier oben drauf an Vorteil bietet. Der andere Punkt ist aber eben, dass durch dieses Fett eben auch bestimmte Gerüche gar nicht erst entstehen können. Und zwar zum einen, weil Bakterien sich auf diesen Fetten nicht großartig vermehren können. Und Bakterien sind aber doch auch wieder dafür zuständig, dass Gerüche entstehen. Die passieren dann aber nicht, ne? Deswegen ist das also auch wunderbar, dass die Wollfaser außen diese Schuppenschicht mit dem Fett hat. Es passiert auch noch eine andere chemische Reaktion. Und zwar verbinden sich zum Beispiel beim Schwitzen oder wenn das Pipi da ist. Da verbinden sich dann also bestimmte Salze mit den Aminosäuren und somit wird dann eine Lauge gebildet. Eine Lauge ist ja eine Art Seife. Und das reinigt sich also quasi von selber dann hier. Das wird von selber sauber. Und eine weitere Wirkung wiederum, die ist vielleicht für Wollbekleidung dann ganz interessant, die ist, an dem Fett bleibt kein Dreck richtig haften. Ja, so Matsch draußen, der kann da schon erstmal da dran hängen bleiben, aber er zieht nicht richtig in die Faser ein. Der bleibt obendrauf liegen. Wenn er trocken wird, dann bürstest du ihn einfach ab. Übrigens sind diese Schuppen auch dafür zuständig, dass du eine Wollüberhose auch verfilzen kannst oder überhaupt Wolle verfilzen kannst. Wenn du also hier im Schrittbereich die Wollüberhose noch dichter machen möchtest, dann musst du sie verfilzen. Und das machst du ja mit heißem Wasser, mit Seife und mit Kraft. Du knetest und du rubbelst da. Und dabei passiert Folgendes. Die Schuppen, die lösen sich also hier so ein bisschen ab, die verhaken sich dann neu und verdichten. Und somit wird deine Wollüberhose dann auch nochmal dichter in diesem Bereich oder in einem anderen Bereich. Ja, das war jetzt also das Video, warum Wolle für Wollüberhosen so toll ist, wie das eigentlich zustande kommt. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Hinterlass uns doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Du darfst den Kanal auch abonnieren. Und in einem weiteren Video zeige ich dir dann, warum du eine Wollüberhose fetten musst. Also ich meine, warum ist eigentlich ganz klar, damit sie ihre positiven Eigenschaften behält, aber wie du das machst, wie du sie erstmal pflegst bei der Wäsche und wie du dann dieses Wollfett nochmal immer wieder zuführen kannst. Bis dahin wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Abend. Macht es gut oder einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.